Einweisung. Guten Morgen, Kollege. Für Sie geht es heute in Richtung Garmisch. Erstmal bis Hannover. Bitte lassen Sie zunächst die Fahrgäste einsteigen. Ihre Abfahrt ist um 6.18 Uhr. Es ist Samstagmorgen. Auf der Strecke ist noch nicht viel los. Es sollte eine angenehme Fahrt werden. Gute Fahrt. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Drive and Talk Train Simulator. Heute wieder ohne Gast. Denn ich habe heute ein bisschen ein Thema zum Quatschen. Wir machen einfach die Türen auf. So, auch noch in der Variante, wie wir jetzt spielen, ohne SIFA und ohne PZB. Und, na, PZB meinte ich gar nicht. Meinte ich jetzt ohne SIFA und ohne LZB, meinte ich. Erstmal in der Variante deswegen, weil ich mich ein bisschen auf das Reden konzentrieren will. Und weil ich das andere erstmal wieder mal öfter machen muss. So, wir sehen da hinten ein Metronom und da vorne fährt ein anderer Zug ein. Welches Thema habe ich heute? Ich hatte ja einen Vlog zu gemacht und ich hatte auch gesagt, dass ich noch ein extra Video zu machen. Das ist es jetzt hier. Es geht um meine Fahrt mit dem ICE 4. Und dazu wollte ich nochmal im Train Simulator ein bisschen drüber reden, da ich ja im Vlog eher kurze Sachen vorgestellt habe. Wollte ich hier noch ein bisschen darüber quatschen. Ich dachte, vielleicht ist das auch nochmal ganz interessant für euch. Ja, wir fahren deswegen die Strecke rückwärts. Wir fahren jetzt diesmal von Hamburg nach Hannover. Ich bin ja mit dem ICE 4 von Hannover nach Hamburg gefahren. Wir fahren jetzt also mit dem Zug von Hamburg nach Hannover. Wir fahren den ICE 1153 von Hamburg über Hannover, über Lüneburg, Harburg, Hannover bis Garmisch-Partenkirchen. Das werdet ihr nachher alles noch hören, wenn ich die Ansage mache, wo wir überall lang fahren. Und wie gesagt, konzentrieren uns jetzt erstmal raus, hier vernünftig aus dem Bahnhof rauszukommen. Und wir haben auch Abfahrt jetzt, können direkt losfahren. Und ja, dann würde ich sagen, können wir auch loslegen. Türen sind zu, hoffentlich. Schauen wir noch einmal, vorsichtshalber. Jo, Türen zu. Signal ist grün. Dann darf es losgehen mit 40 aus dem Bahnhof heraus. Und dann würde ich sagen, begrüße ich gleich erstmal die Fahrgäste und danach quatschen wir ein bisschen über den ICE 4. Dann herzlich willkommen, liebe Fahrgäste, im ICE 1153 auf der Fahrt nach Garmisch-Partenkirchen über Hamburg-Harburg, Lüneburg, Hannover, Göttingen, Kassel-Wilhelmshöhe, Fulda, Würzburg-Hauptbahnhof, Augsburg-Hauptbahnhof, München-Hauptbahnhof, Tutzingen, Murnau, Überau und Garmisch-Partenkirchen. Und wir erreichen dann in Kürze unseren nächsten Halt Hamburg-Harburg um circa 6.21 Uhr. So. Ja, dann wollen wir ein bisschen loslegen mit dem Quatschen über den ICE 4-Tour. Wie gesagt, ich habe den Vlog gesehen, ich werde ihn jetzt nochmal verlinken. Oben rechts auf dem Infoteil jetzt draufdrücken, da kommt dann zum Vlog, was ich zur ICE 4-Fahrt gemacht habe. Und ja. Schaut da erstmal rein, vielleicht da erstmal reinschauen, bevor ihr das Video guckt. Aber ihr könnt auch erst das Video gucken, weil ich werde einige Sachen auch nochmal als Bilder zeigen, von denen ich hier sprechen werde. So, ja, was war ganz cool? Wie gesagt, ich bin von Hannover nach Hamburg gefahren. Was ich sehr, sehr cool fand, war, wir fangen mal direkt mit was Spektakulärem an. Ich durfte ins Führerhaus, in den Führerstand natürlich. Die Eisenbahnerleute bringen mich wieder um. Nein, Führerstand heißt es natürlich. Und dort durfte ich mir ein bisschen umschauen vom ICE 4, was echt cool war, weil in sowas war ich echt live noch nie drin. Und während der Zug auf eine Überholung gewartet hat, an der Seite stand, auf dem Ersatzgleise? Jetzt kommt wieder mein Eisenbahnwissen. Wie heißen denn die Gleise? Wo die Loks draufgestellt werden, wenn die überholt werden. Ersatzgleise? Nee, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall auf diesem Gleis standen wir und haben auf eine Überholung gewartet. Und ja, da durfte ich dann mal reingehen, was ganz interessant war. Ich hatte auch gelegentlich kurz mit dem Fahrrad zu reden, was ziemlich cool war, mit ein paar anderen Leuten zusammen. So in der Gruppe kurz mit dem geredet. Das fand ich ganz cool. Was hat er erwähnt? Genau, was ich ganz interessant fand. Er meinte, was der große Unterschied wäre so zu anderen Zügen, dass der ICE 4 halt wie so moderne Züge direkt bremst und andere Züge brauchen halt relativ lange, um überhaupt den Bremsvorgang einzuleiten. Das wäre beim ICE 4 auf keinen Fall mehr so, der würde direkt bremsen
Das hat er so kurz erwähnt gehabt. Das fand ich noch ganz interessant. Ja, wir sind sonst, wie gesagt, durch den Zug ganz gelaufen. Wir haben uns den gesamten Zug mal angeguckt. Die zweite Klasse, die erste Klasse. Wir sind natürlich in der ersten Klasse sitzen geblieben. Da sind die Sitze wesentlich bequemer. Ja, in der zweiten Klasse waren die Sitze aus Stoff. Und, ja, waren aber auch bequem, fand ich. Also, fand ich nicht unbequem, aber in der ersten Klasse war die so ein... Das war kein richtiges Leder, also irgendwie so ein Leder oder Lederähnliches Zeug. Ich fahr zu schnell, scheiße. Ein bisschen runterbremsen. Leder oder Lederähnliches Zeug. Und die waren echt bequem, also wirklich. Auch bequemer als jetzt beim, na gut, ICE 3 erster Klasse. Ich bin mal im ICE 2 erster Klasse gefahren, zur Gamescom, wie gesagt. Und da habe ich übrigens auch ein Video zu gemacht, denn die erste Folge dieses Draft and Talk war ja zu Gamescom, wo ich da hingefahren bin. Und dort habe ich, ja, auf jeden Fall, da bin ich auch mal erste Klasse gefahren, aber ich fand die Sitze, die im ICE 1 sind, noch bequemer als die da im anderen ICE, also im ICE 2, da war zu fassen. War ICE 2, ja, war ICE 2, wo wir da gefahren sind. Ist auch. So, ja. Es muss doch wirklich richtiges Leder gewesen sein. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich blende euch jetzt mal die Sitze der ersten Klasse hier ein als Bild. Habt da kurz ein Bild, wie das aussah. Für alle, die das Vlog jetzt nicht nochmal reinschauen wollen. Und jetzt nochmal die Sitze der zweiten Klasse. Hat man ein bisschen die Vergleichsmöglichkeit zwischen den beiden Sachen. Wir können ein bisschen Gas geben, wir dürfen hier 120. Sollten wir nicht nur um 6.21 Uhr schon in Harburg sein? Sind wir viel zu langsam? Ach, ich habe 21 gesagt, das ist natürlich Quatsch. Der hat mir einfach nur die Sache, wo ich rüberfahren soll, angezeigt. Ich dachte, der zeigt mir direkt Harburg hier an. War aber Quatsch, also. Naja, gut. Muss ich die Fahrgäste nachher nochmal informieren, wie wir ankommen. Dass ich mich vertan habe. So, was gab es noch Interessantes zu sagen? Was ich ein bisschen komisch fand, es gibt einen Ruhebereich. Und der Ruhebereich ist auch teilweise relativ nah hinterm Lokführer. Und das ist allerdings relativ laut im Gegensatz zu einigen anderen Zugabteilen, zum Beispiel der Familienabteil. Wo man dann erwartet, dass es ein bisschen lauter ist, das Familienabteil. Weil im Familienabteil, da spielen auch mal Kinder, ist ein bisschen lauter. Das war so extrem ruhig. Das war richtig schön. Das seht ihr ja auch in der Aufnahme. Ich habe ja diesen Ausschnitt, wo ich rede, auch im Familienabteil gefilmt gehabt. Und wo ich also kurz im ICE Hallo sage. Das war extrem ruhig, extrem cool da. Und das war super zum Filmen zum Beispiel. Und das sah auch sehr, sehr cool aus. Ich fand das ganz witzig mit diesen. Es gibt ja diesen Kinder-ICE, dieses ICE mit Gesicht. Oder es ist ein. Der ist da auch so aufgemalt und es ist so eine Karte auf dem. Auf dem Tisch und so. So ein bisschen was zu entdecken für Kinder ist ganz cool. Hinten hinter den Sitzen so ein Raum, wo sie dann auch irgendwie mit Bauklötze spielen können oder so, ist ganz cool. Allerdings fand ich ein bisschen komisch, dass es genau ein Abteil gab, so ein Familienabteil. So, das kannst du natürlich reservieren, aber kostet das dann so viel mehr, dass sich das nur eine dann, oder naja gut, ich weiß nicht, wie viele Familien mit ICE fahren, aber es wird doch mehr als eine sein. Ich hätte jetzt gedacht, dass es zwei, drei wenigstens sind, aber vielleicht musst du da einfach ein bisschen first come, first serve. Also Familie, wenn ihr mit dem ICE 4 fahren wollt, ich glaube, die ersten offiziellen Fahrten sind im halben Jahr oder dreiviertel Jahr, ich weiß es gar nicht, wie lange das noch braucht, aber ich glaube, so ein halbes bis dreiviertel Jahr, dann wird er auch offiziell eingesetzt werden. Und wie gesagt, das war ja eine Probefahrt, auf die ich mitgefahren bin. Und ja, dann first come, first surf, muss man sich beeilen, dass man da einen Platz kriegt. Aber sehr, sehr cool. Fand ich schon cool gemacht. So, ja, was gab es noch so Besonderes im ICE 4? Oh, wo sind wir denn? Williamsburg sind wir jetzt gerade. 160 sind wir schon, ja, aber wir haben eh gleich 100 da hinten. Da müssen wir jetzt auch nicht so überbeschleunigen. Da haben wir Harburg. Was sagt er denn? Na, wir kommen pünktlich 24 Sekunden zu spät, aber das ist in Ordnung. So, ja, was ich noch cool fand, riesige Panoramafenster, vor allem, wo wir vorne gesessen haben. Wir saßen ja in diesem Ruhebereich, relativ nicht weit vom Lokführer entfernt. Riesige Panoramafenster, das war echt schön, also zum Beobachten. Fand ich das richtig, richtig schön, so einfach mal rauszugucken, einfach mal ein bisschen sich die Landschaft anzuschauen. Ich bin ja eh so ein Zuschauer, kann man sagen, wenn es um Fahren mit dem Zug geht. Also ich bin gar nicht so, das mag daran liegen, Sie werden es mir nicht glauben, dass ich eine ganze Zeit lang, ach guck mal, noch ein paar Güterzüge hier rechts, ja, oh, hier ist ja rechts ja die Güterlinie zum Hafen. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, dass ich früher ganze Zeit lang, ihr werdet es mir nicht glauben, kein Handy besessen habe. Vor anderthalb Jahren oder so, da habe ich, vor anderthalb Jahren habe ich circa davor ein Jahr lang kein Handy besessen. Ist heute auch sehr, sehr außergewöhnlich, aber ich habe damals nicht unbedingt eins gebraucht.
Und bis er dann irgendwann alle Freunde meinten, ey, kauf dir mein Handy wieder. Und ich bin zu schnell. Ich weiß. Gut, dass es keine Punkte auf dieses Szenario gibt. Ich würde gnadenlos verkacken, glaube ich, wenn ich Punkte oder gnadenlos Punkte abzukriegen. Ich würde hier nicht mit Plus rausgehen aus dem Szenario, so wie ich gerade fahre, aber wenn man keine Punkte gibt. Aber wir wollen es ja trotzdem realistisch fahren und an die Geschwindigkeiten halten, auch wenn wir hier schon die Lulatsch-Variante und mit den Sachen hier fahren und wo man jetzt nicht sonderlich, wo man jetzt zum Beispiel keine Siefer hat und sowas, was ich auch mal irgendwann wieder einschalten möchte, aber ich weiß nicht, wann ich dazu komme. Da müsste ich mich einfach wieder beschäftigen, wo die einzelnen Tasten liegen und so. Und ich wollte das jetzt aufnehmen und ich wollte mich auch ein bisschen auf Quatschen konzentrieren. Und da vorne steht ein Metronom. Schön. So, der steht immer auf dem Abstellgleis. So, alles grün an Signalen, sehr schön. Und dann fahren wir jetzt auch gleich schon nach Harburg ein. Wo war ich stehen? Genau, wir fahren. Ich muss dann mal ganz kurz Harburg ankündigen. Kleinen Moment. Wir erreichen in wenigen Sekunden Harburg auf Gleis 4 und dort haben sie Anschluss an die S-Bahn. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die in Hamburg-Harburg aussteigen oder umsteigen und wünschen noch einen schönen Tag. Ich habe jetzt keine Anschlusszüge drauf gehabt. In Hannover werde ich mir vielleicht ein paar ausmerken oder in Lüneburg. Ich weiß auch nicht, was in Lüneburg für Züge werden. Hannover könnte ich Züge aufzählen, das wäre nicht das Problem. Aber wenn in Lüneburg für Züge fahren, weiß ich nicht. Wir sind ein bisschen schnell, ne? Wir rauschen ein bisschen durch den Bahnhof durch fast. Oh, wir rauschen ziemlich viel durch den Bahnhof durch. Komm, geh voll in die Eisen-ICE. Ja, wenn wir Glück haben. Die erste Tür wird wahrscheinlich. Ja, es geht ja super los. Das meinte ich nämlich, deswegen fahre ich auch ohne Siefer und so. Aber guckt euch an, da können doch alle aussteigen. Gut, dass vorne der Triebwagen ist. Und, Gut, dass vorne der Triebwagen ist und nicht hinten, weil der IC 2 hat ja nur auf einer Seite einen Triebwagen. Im Gegensatz zu IC 1, der war ja länger und hat auf beiden Seiten einen Triebwagen. So, jetzt aber back to topic. Ich bin jetzt wieder abgeschweift, weil ich ja hier im Bahnhof halten musste. Was macht ihr während einer Bahnfahrt? Seid ihr auch so aus dem Fenster gucke wie ich und die Landschaft genießen? Finde ich wunderschön. Also teilweise, das mag ich gerne. Also wirklich so einfach aus dem Fenster gucken. Also natürlich, wenn es Tag und Nacht sieht man nicht so viel. Dann hört man auf eine Stadt zu, das ist vielleicht ganz schön, aber sonst eher tagsüber einfach ein bisschen ins Fenster gucken und ein bisschen sich die Landschaft angucken, finde ich schon echt schön und Gedanken schweifen lassen. Das mag ich halt auch ganz gerne. Ist so ein bisschen, ich will nicht sagen wie unter der Dusche, aber so ein bisschen ist Zugfahren vergleichbar, wenn man einfach, ich habe manchmal auch gute Einfälle, wenn ich Zug fahre, wenn man einfach so eine Gedanken schweifen lässt. Das ist echt schön. Also das bin ich eher so ein bisschen der Typ für. Wir könnten jetzt, ich glaube, wir haben ja richtig Zeit. Dann können wir gleich mal ein bisschen über das Thema Langeweile quatschen, wofür Langeweile gut ist. Und dann komme ich wieder zum ECE 4. Ich switche die Themen, ihr kennt das ja von mir. So, wir fahren jetzt aber erstmal von Hamburg-Harburg wieder raus. Ja, wir wollen ja auch pünktlich in Lüneburg dann als nächstes ankommen. Und dann würde ich sagen, geben wir mal Gas, mal gucken, wann wir in Lüneburg dann ankommen sollen, wann wir dann dafür Ziel haben. Das können wir ja gleich mal gucken. Und die Fahrgäste von Lüneburg. 6.46 Uhr, okay. Dann begrüßen wir mal die Fahrgäste, die gerade zugestiegen sind. Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen im ICE 1153 nach Garmisch-Partenkirchen über Lüneburg, Hannover, Göttingen, Kassel-Wilhelmshöhe, Fulda, Würzburg Hauptbahnhof, Augsburg Hauptbahnhof, München Hauptbahnhof, Tutzing, Murnau, Oberau. Und wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Unser nächster Halt wird circa um 6.46 Uhr dann Lüneburg sein. So, jetzt können wir auch ein bisschen darüber quatschen. Wir wollen mal stehen geblieben beim Thema Langeweile, ne? Genau, ich hatte ja darüber gequatscht, dass ich so gerne aus dem Fenster gucke. Und da fiel mir das Thema ein, dass ja eigentlich echt Langeweile manchmal ein ganz nützlicher Faktor ist. Weil man echt für Kreativität zum Beispiel ist Langeweile sehr, sehr wichtig. Wenn ich gute Ideen zum Beispiel oder für Videos oder für Geschichten oder sowas haben möchte, dann ist Langeweile ein guter Faktor. Einfach sich ins Bett legen und einfach einen Zettel hinlegen und einfach schreiben. Kann manchmal helfen. Weil wenn man sich immer wieder, zum Beispiel ich mache oft im zweiten Bildschirm Video an, dann kann man ja nicht, da konzentriert man sich ja dann irgendwie automatisch immer aufs Video und kann dann nicht wirklich frei und irgendwie einfach mal die Gedanken schweifen lassen. Was durchaus wichtig ist, vor allem, wenn man irgendwie irgendwas Kreatives machen will oder macht. Ja, deswegen, das fiel mir gerade so ein. Ein kleines Plädoyer für die Langeweile, die sehr, sehr wichtig ist. So, jetzt aber zurück zum ICE 4. Und,
Was ich noch sonst war, früher, als ich viel Zug, also als ich jeden Morgen Zug gefahren bin, auch eine längere Strecke, ich glaube, da war ich immer so eine halbe Stunde mit dem Zug unterwegs, also eine halbe Stunde Bus hin, eine halbe Stunde Zug, so eine Stunde bin ich immer unterwegs gewesen, ein bisschen länger, das war meine Berufsschule damals, da habe ich habe ich immer geschlafen. Und das Interessante ist, wenn ich schlafe in Zügen, kommt es zu einem interessanten Phänomen, ich muss die Strecke öfter fahren, wenn ich einmal die Strecke fahre, funktioniert das nicht. Aber wenn ich zum Beispiel, wie ich morgens, ich bin ja so ein Nachtmensch mehr oder weniger, der gerne nachts aufnimmt, ist jetzt auch schon wieder 22 Uhr, glaube ich, wo ich gerade aufnehme hier. Auf jeden Fall, da ist es schon, bin ich dann noch eher schläfrig morgens, weil ich nicht wirklich ausgeschlafen bin und schlafe dann auch gerne mal Zug ein. Und ich bin immer an derselben Stelle aufgewacht. Egal was war, ich bin immer an derselben Stelle aufgewacht. Das ist ein interessantes Phänomen. Habt ihr das auch, wenn ihr im Zug, also wenn eine Strecke immer eine Strecke fahrt und wacht ihr dann auch immer an derselben Stelle auf? Also das fand ich wirklich interessant, weil immer so eine Brücke, so eine Brücke über eine Schnellstraße, da bin ich immer aufgewacht. Und das klappte jedes Mal. Egal wie tief ich geschlafen habe, egal wie, ich habe diesen Bahnhof nie verpasst, weil ich immer da vorher aufgewacht bin. Ja, das fände ich ein ganz interessantes Phänomen. Und wie gesagt, wir sind dann auch, ich glaube, das war so alles Interessante über den ICE4. Habe ich noch irgendwas vergessen, was ich noch erzählen wollte? Ja, ich könnte ein bisschen über das Design erzählen. Ich mag das Design des ICE4 echt, also irgendwie gerne. Es ist ja, also der ICE2, wenn wir jetzt mal von vorne gucken, den wir jetzt gerade fahren, der ist ja so ein bisschen eckig rund, nenne ich mal. Es sind Kanten da, aber die sind abgerundet, ne? Dann gab es den ICE3, der war völlig abgerundet. Den kennt sich ja nicht, viele werden ihn vor Augen haben. Der war völlig abgerundet. Und der ICE4 hat ja wieder so Ecken drin. Der hat ja wieder so Ecken drin, was ich aber auch nicht schön finde. Und irgendwie hat das was auch vom Design her. Also der hat so dieses bisschen eckige, so ein bisschen modern eckige, aber natürlich nicht völlig eckig. Das gefällt mir eigentlich. Also der gefällt mir von vorne echt sehr gut. Und was ich auch interessant war, hat mal jemand gefragt gehabt, als wir da mit Lokowi gequatscht haben, von wegen, warum denn die Scheibe so klein ist, ob man da durch so gut sehen kann. Und da meinte Lokowi auch, das wäre wahrscheinlich wegen dem, nicht wahrscheinlich, also ich glaube, das hat er gesagt, ja genau, du hattest gesagt gehabt, dass das wäre wegen der Sicherheit. Also scheinbar, dass der Lokführer da halt, wenn es einen Aufprall gibt, nicht, dass das irgendwie bessere Konstruktion hat. Keine Ahnung. Also Aufprallschutz, hat er gesagt. Also, dass der Aufprallschutz besser ist, wenn beim ICE, falls doch mal was passiert. Und deswegen ist die Scheibe wohl etwas kleiner. Und ich meine, gut, Lokführer müssen natürlich auch sehen können, aber sie brauchen kein riesen Panoramafenster. Also, ja, was will man machen? Also, man sieht ja, was vorne auf den Schienen ist. Und oftmals so ein Zug kannst du auch nicht so schnell runterbremsen. Also, wird kompliziert. Wenn da irgendein Hindernis liegt. Natürlich vor allem, wenn du sehr schnell bist oder wenn du halt einen schweren Güterzug fährst, dann kommst du irgendwann mal ein paar Kilometer später zu stehen oder so. Mindestens Kilometer später zu stehen kannst, dann ist es eh zu spät. Aber man kann wenigstens noch warnen, ne? Das ist wichtig. Also dafür ist es ja auch da, dass man die Leute halt warnt, dass man nochmal ein Signal gibt, falls irgendwer zu nah an den Schienen oder doch irgendwie auf den Schienen drauf ist, dass der, falls er jetzt nicht irgendwie soziale Absichten hat, dann noch vom Gleis runterspringen kann. Dafür ist es ja ganz gedacht auch, dass man dann eben nochmal Bescheid klingeln kann. Zum Beispiel so.